Hallo, ich freue mich, dass Sie auf meinem Kanal Arzneizeit vorbeischauen. Mein Name ist Maren Torkler und mein Ziel ist es, dass Sie das Wichtigste zu Ihrem Medikament wissen. Heute gibt es ein kurzes Video über die Nebenwirkung der Knöchelschwellung oder der Ödeme unter der Amlodipineinnahme. Ich werde Ihnen kurz erklären, weshalb es dazu kommen kann, und bei dem Video wünsche ich Ihnen viel Spaß. Unter der Amlodipineinnahme ist die Nebenwirkung der Knöchelschwellung oder auch der Ödeme, also der Wassereinlagerung, erhöht. Das betrifft im Durchschnitt jeden Zehnten. Manchmal ist natürlich auch die Grunderkrankung Ursache für diese Symptome, aber wenn Sie jetzt ein wenig hellhörig werden und denken, ja, diese Wassereinlagerung, die habe ich erst, seitdem ich das Amlodipin nehme, oder seitdem das Amlodipin etwas höher dosiert wird, dann könnte das für Sie hier interessant sein. Das Amlodipin, das wirkt unter anderem so, dass Ihre Gefäße im ganzen Körper, die Arterien, geweitet werden. Durch diese Weitung, was sich auch unten in den Füßen abspielt, kann es sein, dass die Gefäße etwas durchlässiger werden für Flüssigkeit. Das heißt, die Chance ist ein wenig erhöht, dass Wasser aus Ihrem Blut in das umliegende Gewebe austreten kann. Das kann dann diese Knöchelschwellung oder aber auch andere Ödeme zur Folge haben. Das Problematische daran ist, dass gegen diese Ödeme dann wiederum andere Wirkstoffe aufgeschrieben werden, die wiederum auch Nebenwirkungen haben können. Deshalb möchte ich Sie ermutigen, mit Ihrem Arzt da einmal ins Gespräch zu gehen. Ihr Hausarzt, der kennt alle Ihre Erkrankungen und kann gut beurteilen, ob diese Wasseransammlung eventuell durch Ihre Grunderkrankung kommen oder eventuell das Amlodipin doch die Ursache sein könnte. Ich habe in der Praxis festgestellt, dass wenn es in einem zeitlichen Zusammenhang stand und das Amlodipin abgesetzt wurde, dass diese Wassereinlagerungen auch wieder verschwunden sind. Eventuell gibt es für Sie Alternativen, die Sie einnehmen können, die das Amlodipin ersetzen können, aber da ist der Arzt gefragt, weil der genau die Indikation kennt, weshalb er Ihnen das Amlodipin verordnet hat. Und bitte setzen Sie niemals selber Ihre Wirkstoffe ab, sondern gehen Sie da bitte immer ins Gespräch. In der Regel zeigt sich so etwa 5 bis 7 Tage nach Absetzen des Amlodipins schon, ob das Amlodipin eine Ursache für diese Wassereinlagerung war. Ich hoffe, ich konnte Ihnen mit diesem Video ein paar Informationen an die Hand geben und etwas dazu beitragen, dass Sie über Ihr Arzneimittel etwas mehr Bescheid wissen. Wenn Ihnen gefällt, was ich mache, geben Sie mir doch gerne einen Daumen nach oben. Auch gerne können Sie meinen Kanal abonnieren und ich freue mich auch über Kommentare, die Sie hier unten in die Kommentarfunktion mit reinschreiben können. Und ansonsten hoffe ich, dass Sie gesund bleiben oder auch gesund werden, und denken Sie immer dran, dass Glücklichsein doch die beste Medizin ist. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!